es einfach nochmal an. Ja. Ja, anscheinend ja. Ja gut, da wurden wir ja nicht wirklich zurückgesetzt. Was wirst du als erstes tun, wenn wir es hier rausschaffen? So, ich lese da mal weiter, wa? Ja, lass sie erstmal labern. Achso, okay. Labern wir hier hin. Oder ja, lese weiter. Oh, das war das Falsche. War das Relikt? Das hier unten, oder was? Hast du gelesen? Das hier. Ja, dann hau rein. Ich war auf der Rückseite, ne? Ja. Waren das die Dämonen, von denen Mervy gesprochen hatte? Hatte Roger die ganze Zeit über gewusst, dass wir hier unten finden, was wir hier unten finden würden? Ganz in Ordnung. Alter. Also sag es mir. Warum hast du für Saddam gekämpft? Wir hatten keine Wahl. Dann bewegte sich Mervys Leichnam, aber es war nicht meine Frau, etwas Unmenschliches hatte Besitz von ihr ergriffen. Es sprang mich an und nur die Gitterstäbe der Zelle retteten mich von seiner Raserei. Oh nein, Mary. Ja, wie gesagt, die haben ja auch den... Ja, was frei gemacht. Und da wollen die sich durchsprengen, um ganz nach unten zu kommen, in so eine fluoreszierende Höhle oder sowas. Ich hab vorhin, was ich dir noch erzählen wollte, ich habe einen Zettel gefunden, wo die anscheinend so Proben genommen haben von diesen Viechern. Ja, okay. Und die mussten immer mit Atemschutzmasken arbeiten. Warum? Glück gehabt. Weil das dich beeinträchtigt hat. Hätte er dich gekillt. Okay. Wenn du es gerochen hast, dann bekamst du Herzrasen und warst halt nicht du selbst. Weil der gute Nick, der hat das nämlich gemacht ohne irgendwas. Ohne Probleme. So stand das auf jeden Fall auf dem Zettel. Naja. Okay, weiter geht's. Oh Gott, die zwei Lappen, Alter. Remember. Was bedeuten die Symbole auf deiner Mütze? Um die Toten zu ehren. Deshalb kämpfe ich. Ein Grund ist wie der andere. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Ich habe kein Problem mit dir. Dann hast du wohl irgendwas verpasst. Also. Es gab mal einen Mann, der baute sein Haus am Flussufer. Als die Flut kam, spülte sie die Wände weg. Als die Dürre kam, trocknete der Fluss aus und er hatte Durst. Insekten stachen den Mann andauernd. Aber jede Nacht sagte er seiner Frau, wir haben so viel Fisch. Dein Volk wollte diesen Krieg, Jason. Du solltest einfach mal die Klappe halten. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was das mit dem Krieg zu tun hat, aber... Oh. Ah. Oh. War aber knapp, da war ich schon wieder an der Nase am Rumspielen. Oh nein. Oh nein, war so klar. Geht er schon? Wir sehen es auch. Sehr gut. Kämpfen. Wir haben es gesehen, wir müssen kämpfen. Hast du öffnen gemacht oder was? Ich konnte nur öffnen. Hä? Aber, okay. Danke. Eieiei. Hab ich. Kein Ding. Danke später. Mein Herz. Ah. Wow.
glaube, ich muss zum Therapeuten. Kannst du selber entscheiden, wie tief? Nee. Einmal komplett durchstechen. So tief machen es geht. Wir, dass wir hier rauskommen. Bitte. Nö. Fängt doch gerade an, Spaß zu machen. Meine Lampe ist kaputt. Jo, hier nix, da nix. Guck mal, hier ist doch noch so ein Pfahl. Das könnte man auch nutzen zum Fählen. Naja, das wäre ja dumm, so eine Spitzhacke mitzunehmen, die komplett aus Eisen ist. Macht ja gar keinen Sinn. Da ist nix. Sonst nix? Oh, hier ist wieder... Oh nein. Oh. Weitergemacht? Ja, Ansehen habe ich nur gemacht. Naja, okay, gut. Aber da war auch nichts. Da, wo du lang gelaufen bist, bin ich ja lang gelaufen. Nee, ich wollte das Loch runter gucken. So. Ist wohl eine Krankenstation. Könnte nützlich sein. Wenn du 60 Jahre altes Dynamit einpacken willst, dann bitte. Er kann nicht schaden. So, was haben wir hier? Ansehen. Igitt. Gibt es da irgendwas zu sehen? Gar nicht. Oh, ich habe ein Foto gefunden. Okay. Der Penisschlangenfigur. Autopsie-Notizen. Große Mengen Blut im Magen. Analyse der Blutprobe zeigt hohe Adrenalindichte. Ernährt sich der Organismus von Angst? Jagt Opfer Angst ein? Adrenalin wird ausgeschüttet. Angriffe? Fragezeichen. Das war's? Ja. Ah, hab auch noch einen Zettel gefunden. Hier in der Zelle. Im Lager herrscht Chaos. Arbeiter werden vermisst und Lady Bradshaw unleserlich. Aber ich kann es mir schon denken. Sie sehnt sich nach demselben Schicksal, dem auch unleserlich. Sie möchte unleserlich. Das ist so dumm. 1. Januar 1947 um 0100. Der Saboteur hat wieder zugeschlagen und uns hier eingeschlossen. Wir sind gefangen. Nein. Wir sind gefangen mit diesen Kreaturen. Ihr Kreischen ertönt von überall her. Aus der Dunkelheit. Crow hat sein Maschinengewehr geladen und zielt in Richtung der Katakomben. Mary hatte recht. Wir können das, was nicht lebt, nicht bekämpfen. Uns bleibt nur noch eine Wahl. Wir müssen den gesamten verdammten Tempel über ihnen einstürzen lassen. Auch wenn es bedeutet, dass wir mit ihnen hier begraben werden. Sie dürfen nicht von hier entkommen. Ja, scheiße, und dann sind wir hier, weißt du, dann gab es ein Erdbeben, wir sind rein. Was? War's das? Das war's. Okay, Krankengeschichte, Name, Mary, Alter, Lehrer, Geschlecht, Lehrer. Hier gibt's doch Chemiewaffen, oder? Alter. Das gehört immer dazu. Wenn du was Kluges sagst, sagst du gleich danach was Dummes. Wie Kali da steht! Starlos! Ich seh's leider nicht. Oh, schade. Das ist auf jeden Fall witzig. Und vor allem wie die Stange da hinten. Kann ich sie mal klippen? Ja, schön. Temperatur und Puls gefährlich hoch, über 38,3 Grad Celsius, 170 Schläge pro Minute, Patientin meist bewusstlos, wacht gelegentlich auf und schreit, schwitzt weiterhin krankhaft, Salzversorgung niedrig, Bewegung unter der Bauchdecke um die Nabelnieren herum, R. rät zur OP zu diagnostischen Zwecken, aber ich fürchte M. würde das nicht überleben. Temperatur 38,6 Grad Celsius. Patientin wird immer schwächer. Weitere Bewegung unter der Haut. Parasitärer Organismus. Eintritt des Todes 2013. So. Das ist 2013. Keine Ahnung, was du meinst, Hotte. Wer soll das denn vergessen haben? Mary. So. Ist da noch was? Mary. Hier geht's weiter, warte mal. Aber da hinten leuchtet was. Wo? Oh. Hier. Achso, ja, da war ich. Ist ein Geheimnis. Kannst du dir noch angucken. Mach ich auch. Ja, mach doch auch. Naja, sonst gibt's hier, glaube ich, nichts.
Da vorne bei dem Dude, ja, das finde ich ein bisschen komisch, dass das da, aber naja, den kannst du auch nur angucken. Rasch, was ist das, ein Stein? Wo du gerade gelesen hast, war ein Echo da. Achso, keine Ahnung, habe ich nicht gehört. Das hört nur ihr, wenn. Ja, ich habe auch kein Echo gehört. Na, anscheinend war irgendwas doppelt. Aber das passiert halt, wir sitzen halt ziemlich close aneinander. Ich habe man gehört. Na dann. Was ist das halt? Höhlen. Ah, er lernt reden. Was immer da unten ist, die Forscher waren zuerst da. Warte mal kurz. Höhlen. Was machst du da? Zeichnen. Denkst du, sie leben noch? Das klar. Lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nach all den Gängen, die wir jetzt gegangen sind, machst du da erst eine Markierung? Aber das ist ja linear. Wobei, das hier wäre auch wieder linear, aber gut. Oha. Ist das da, wo du herkommst? Sah so aus, ja. Also von den Gesteinsfelsen so. Stalagmiten und Stalaktiten. Sah gerade nicht aus wie Wasser. Deine Frau? Nein, eine Prostituierte. Was überlegst du denn so lange? Da kennt man jemanden all die Jahre und kennt ihn doch nicht. Ich wusste nicht, dass er verheiratet ist. Ist das das Arschloch von vorhin? Er ist von Hotte, die Schwester. Er hat's nicht geschafft. Ich hätte nicht urteilen sollen. Du bist okay. Die meisten Menschen sind gut. So ist eine. Man muss es nur merken, bevor sie weg sind. Oh, zur Hölle. Ich hab auch gesehen mit der Rachel, da bin ich langgelaufen. Hm. Ah ja. Das sind die fluoreszierenden. Ja, das sind die fluoreszierenden Wände, die in den Zetteln beschrieben wurden. Ja. Amazing! Die geschrieben haben, sowas ähnliches wie Pilze oder sowas. Ganz okay. Schöne Wundertüte hier. Mit Pilzen habe ich noch nicht gelesen. Das war der Zettel, den ich gefunden. Alles klar, dann ist das doch auch wieder alles eine Einbildung hier. Holy shit. Oh fuck, das ist doch nicht natürlich. Da los. Was hältst du davon? Sowas habe ich noch nie gesehen. Das darf man nicht einatmen. Siehst du das Aufzugskabel? Sie müssen runtergegangen sein. Aber wohl nicht mehr nach oben. Die Seilwinde sieht gut aus. Nein. Nein? Wir gehen da nicht runter. Die Archäologen saßen da fest. Was sagt ihr das? Wir sind keine Archäologen? Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monster-Armee steht zwischen uns und da oben. Die Monster-AG. Sie kommen. Du spinnst. Da kommen die also her. Garantiert von da unten. Moin, Emilia. Willkommen zurück. Bekämpfen? Das habe ich, seit ich in diesem Land angekommen bin. Bring den Aufzug zum Laufen. Natürlich. Kriegst du das hin, Schnuggi? Schade. Hab ich mit Aufzügen nicht so aus. Ah, du kriegst das hin. Diese war ja bloß am Seil ziehen. Ah. In der Kette. Ja, aber Atemschutz. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ja, haben wir einen dabei? Nein. Wir gehen da jetzt einfach so runter. Ja, wenigstens du. Ich frag mich halt, was wir da unten wollen. Oh. Oh oh. Ich war mich schon mal bereit. Da würde ich auch nicht mal jetzt einsteigen, Alter. Ich auch nicht. Vor allem, was bringt mir das? Ja. Ich will ja nach oben, ich will da raus aus der Scheiße.
So Leute, willkommen im Abgrund der Hölle. Da, wo wir uns jetzt hinbegeben. Far Cry, lässt grüßen. Ein uraltes Grauen. Ah, moin Kurator. Aus seinem Schlaf erweckt und giert jetzt nach Blut. Wie viele die Schatten wohl verschlungen haben. Hoffen wir mal, dass Sergeant K nichts Bedauerliches ereilt hat. Wen der Abgrund verschlingt, kann selten davon berichten. Und Jason und Salim, Erzfeinde, die das Kriegsbeil nicht begraben können. Außer das Beil ist im Rücken vergraben. Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Alles klar. Ich warte dann hier, um ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen. Oder um ihre Überreste zu vergraben. Ich frag mich... Haben wir jetzt denn alle wirklich verloren, oder?